Hallo ihr Lieben, willkommen im neuen Video und es ist heute schon fast frühlingsmäßig. Wir haben hier 13 Grad in Königstein und ich bin heute dann rausgegangen und da haben die Vögel gezwitschert und da habe ich gedacht, oh, das war so richtig mild und es ist auch, ich muss sagen, auch die vielen bunten, schönen Farben, die machen auch richtig gute Laune. Und ich möchte auch ein bisschen gute Laune verbreiten mit dem heutigen Video, weil ich zeige euch auch was richtig Schönes, Frisches für den Frühling. Passend zum Thema Frühling gibt es immer die kleine Ladenrundschau und die Muscaris schlagen aus, die Narzissen recken ihre Köpfchen, also die merken auch alle, dass es Frühling wird. Wir haben hier so ein schönes kleines Gesteck gemacht zum Beispiel mit Nelken, das ist so eine richtig tolle violafarbene Nelke, die hält wunderschön und auch die Inka-Lilien, von denen wir gleich noch was im Video hören, die halten auch ganz toll. Und das haben wir hier wie die Sushis. Ihr kennt ja auch die Sushis von meinem Video. Die haben wir in Steckmasse eingepackt. Und ich mache euch nochmal den Videolink von dem Sushi rein, weil es gibt hier eine YouTuberin, die sagt, ach, seit sie das geguckt hat, verschenkt sie das so gern an ihre Freundinnen. Das ist also immer ein ganz tolles Geschenk und mal was ganz anderes als ein Blumenstrauß. Und das Schöne ist ja auch, jetzt muss ich nochmal zurückkommen dazu, wenn hier ein, zwei Blüten kaputt gehen, dann kann man selber auch was nachstecken. Und das ist einem Strauß ja nicht so möglich, weil die wenigsten binden den Strauß auf und machen die Blumen raus und ersetzen das mit neuen. Dann gibt es hier auch noch so eine Lieblingssorte von mir an Nelken. Die hat so eine cremefarbene Mitte und ist außen rosa. Ich weiß keinen Sortennamen, aber ich finde die total irre. Und das so in Kombination mit den violafarbenen. Also das ist so eine meiner Lieblingssorten. Wenn es die gibt, dann nehme ich die auch immer am allerliebsten. Und ihr wisst ja auch, dass Blumen einfach eine verschiedene Haltbarkeit haben. Die Ranunkel, die halten zum Beispiel sehr gut, aber die halten umso besser, wenn, also die Blüte hält meistens länger als der Stiel. Und was man mit denen machen kann, ist, dass man den Stiel drahtet und wir drahten den auch öfters innen, weil man sieht hier vielleicht, Moment, mal gucken, ob man das sieht, der Stiel ist innen hohl und da kann man tatsächlich innen den Draht durchschieben. Und selbst wenn er rauskommt und man geht dann in den Kopf, also dann ist auch nicht schlimm. Aber Ranunkel, also der Draht, der beeinflusst die Haltbarkeit sehr positiv, weil es ist irgendwie blöd, wenn die Ranunkel irgendwann mal umknickt. Dann gibt es schon wieder Eustoma, die gibt es ja das ganze Jahr, sind auch immer beliebt mit ihren Knospen. Und was ich ja auch wunderschön finde, sind diese Germini. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ach bitte keine Gerbera, aber da es eigentlich so schöne Farben gibt, kann ich das nicht immer ganz verstehen, weil ich finde sie einfach sehr, sehr, sehr dekorativ. Und in den Sträußen, da sind sie halt immer richtig blumig, weil wenn man hier so sieht, das ist jetzt auch eine Germini, die ist gefüllt, die nennt sich Pompon. Und im Vergleich dazu, wie klein die Rosenköpfe sind und wie groß die Germini sind, das ist eigentlich schon interessant, oder? Und da kann man sich auch vorstellen, was für eine schöne blumige Wirkung im Strauß die Germini macht im Vergleich. Und deswegen finde ich es dann fast immer schade, wenn andere die nicht so gern mögen. Aber jeder hat einen anderen Geschmack. Was auch total in ist, ist tatsächlich auch immer, weil blau ist ja immer schön, sind die Disteln in den Sträußen. Und ich finde jetzt hier in Kombination mit dem Orange auch sehr, sehr gelungen. Vielleicht auch mit den gelben Santini. Und dann gibt es natürlich den, Entschuldigung, den Evergreen, sind unsere grünen Bartnelken. Und die französischen Tulpen sind ja auch immer toll mit ihrer superschönen Länge.
Ja, die Magnolienzweige begleiten natürlich die schönen Frühlingssträuße mit ihren tollen Knospen. Und dann gibt es schon die ersten, ja, Gräser. Das ist auch interessant, dieses schöne Ziergras. Ja, das ist so ganz flach. Und hier sieht man es jetzt, ja. Und ist also so wunderbar spielerisch. Man sieht schon, das ist, man sieht es fast im Wind spielen. Und dann gibt es auch noch hier diese anderen Gräser. Also Gräsersorten sind wunderschön. Und die ersten Weidenkätzchen, auch Salix genannt, die wir auch so in Gestecke, manche Kunden wünschen sich die auch. Wir haben hier hinten ein bisschen aufgeräumt, haben hier eine schöne große Bestellung und haben für eine Feier diese bunten Primeln ja, zuerst mit Folie umwickelt und dann mit Papier umwickelt und haben die dann schön eingepackt. Und die werden für eine Veranstaltung auf die Tische gestellt. Und dadurch, dass die Folie unten im Papier drin ist und dann mit Bast eingepackt, kann natürlich das Papier nicht nässen. Und dann bleibt auch die Tischdecke schön sauber. Und das ist jetzt auch eine Deko, die kann auch mehrere Tage verwendet werden. Vielleicht ein kleines Tröpfchen Wasser nochmal drauf. Und sie wollten gerne bunt. Wenn der Kunde bunt bestellt, bekommt er bei uns natürlich bunt, selbstverständlich. Ja, so, das ist jetzt noch so. Hier gibt es noch mal ein paar schöne Blüten, die frei sind, die wir auch nachbestücken. Und ich glaube, jetzt steht jemand an der Tür, aber ich muss die Kamera eh umdrehen. Jetzt kommt Kundschaft. Ja, jetzt geht es in den Arbeitsbereich und ich komme hier mal ausnahmsweise mal mit einem Zettel. Und zwar, ich habe dann auch manchmal gedacht, wir erzählen so vielen Kunden so viel über Sträuße und über, dass sie die Rosen tief ins Wasser stellen sollen und die Tulpen in niedrigeres und so oder gerade bei den Sträußen. Was ich ganz oft beobachte, ist, dass die Kunden zum Wasserhahn gehen und dann bei einer Vase, die etwa so hoch ist, machen sie dann ungefähr so viel Wasser rein, ja. Und wir haben auch, wie sauber die Vasen und was man machen soll, dass man länger Freude am Strauß hat. Und ich habe dann gedacht, bevor wir immer so viel erzählen, habe ich jetzt einfach mal eine kleine Anleitung gemacht für die Kunden, die interessiert sind. Und dann da steht jetzt nämlich, so haben sie länger Freude an ihrem Blumenstrauß. Und da ist zum Beispiel der erste Punkt, Ihre Vase muss so sauber sein, als wollten Sie Ihren Kaffee oder Tee daraus trinken, 3/4 mit Wasser aus der Leitung füllen. Und ja, da gibt es noch ganz viele ganz interessante Tipps. Und das ist so eine Anleitung, die würde ich auch, wenn ihr mal was bei mir bestellt oder so, kann ich euch das gern beilegen, wenn ihr wollt. Und ich denke, es ist eigentlich richtig schön, wenn man mal so eine kleine Aufstellung hat. Und es gibt ja auch Dinge, die man auch nicht weiß, zum Beispiel, weil als ich im Urlaub war, da hatte ich ja so schöne Blumen in der Vase und das waren Lilien. Und da blende ich nochmal das Bild ein und dann so nach 3 Tagen waren die Lilien so ein bisschen, fingen an so zu schlappen. Da habe ich gedacht, okay, Florist ist ja, also als Florist ist es ja kein Problem. Immer ein gutes Messerchen immer dabei haben, ist immer wichtig. Diese kleinen Messerchen gibt es auch bei Floristik 24. Ich habe dann bei den Lilien ein paar Blätter, ein paar bisschen grüne Blätter abgemacht, hab sie ein bisschen gekürzt, einen richtig schönen frischen Anschnitt und habe dann bei der Lilie warmes Wasser in die Vase, also schon richtig gut warm und habe auch viel Wasser in die Vase gemacht und ich kam dann abends nach der Schneewanderung kam ich und da war die Lilie, die morgens schlapp war, die stand wie eine Eins. Da habe ich gedacht, cool. Also es ist wirklich interessant, wie so kleine Tricks helfen. Und wenn man das nicht weiß, dann denkt man, die Lilie ist kaputt. Nein, die Lilie war knackfrisch, aber die hat einfach so ein bisschen gelitten und die Blätter haben sie zu viel Kraft gekostet, den Kopf. Und deswegen war das eine richtig schöne kleine Kur, die ich ihr angetan habe. Und danach hatte ich wieder total lang Freude daran. Ja, das sind so kleine Tricks und Kniffe, die man wahrscheinlich auch nur als Florist kennt. Aber wenn man viele YouTube-Videos guckt, dann lernt man die auch kennen und dann ist natürlich immer super interessant. Ja, und dann habe ich auch hier Tulpen reingeholt. Richtig schöne Tulpen. Das ist jetzt so eine pinkfarbene Tulpe. Ich versuche ja immer, mich ähnlich zu kleiden, aber vor mir, der Kontrast ist da denkbar gering. Deswegen halte ich die mal in die Kamera. Das ist jetzt so eine gefüllte Tulpe. Die hängt auch ein bisschen, ja, sieht man. Und da mache ich immer
die Blätter ab, weil es sollen ja keine Blätter ins Wasser. Und das ist jetzt eine Tulpe, die hängt. Und es gibt also so viele verschiedene Sorten. Und das ist eine Tulpe, die heißt Strong Gold. Die hält auch ewig und die steht auch wie eine Eins. Und da sieht man also, wie verschieden, das sind Tulpen und Tulpen, aber wie verschieden die sind. Und also ich liebe Strong Gold. Ich bin da totaler Fan davon. Ich finde die irre, irre toll. Aber ich habe mich heute entschieden fürs Pink und habe gedacht, Gelb kann mal heute, stelle ich mal nach hinten. Und ich wollte euch einfach mal einen lässigen Tulpenstrauß mit ein bisschen Heidelbeere zeigen. Kann man auch noch eine Alstromerie reinmachen. Also Alstromerien sind diese Inka-Lilien, die so schön verzweigt blühen. Die riechen nicht, also es ist eine Lilienart, aber die riechen nicht. Auch hier haben wir am Stiel alle Blätter abgemacht. Und wenn ein Blatt hier so hängt, machen wir auch ab. Also viel Blätter abmachen. Blätter abmachen ist immer super. Und bei den Rosen zum Beispiel ist das das A und O, weil die kosten den Kopf so viel Kraft. Das ist echt Wahnsinn. Und dann war ich nochmal in unserem Garten und wir haben so einen schönen Birnbaum mit so, ja, mit so verzweigten, die Äste haben so Knospen, die so verzweigt sind. Und da dachte ich so, ach, so ein paar Birnbaumzweige könnte man doch eigentlich auch mit reinmachen. Und am schönsten ist natürlich, wenn die oben so knorzelig sind. Das ist cool, gell? Das ist sehr, sehr schön. Ja, und dann mache ich auch die Seitentriebe ab, weil da, wo ich die binden möchte, da brauche ich natürlich keine Seitentriebe in den Händen, weil die würden mich ja nur stören in der Bindestelle. Das ist also jetzt mal immer die Vorbereitung, weil alles, was man vorbereiten kann, ist gut, weil danach hat man ja die Hände voll. Und dann habe ich diese schönen gefüllten Tulpen mitgebracht. Und die Vorbereitung bei den Tulpen ist dann natürlich immer, dass Blätter, die dann im Wasser wären, die Blätter müssen immer abgemacht werden. Ja, und das ist auch wichtig, weil wenn ich diese Blätter dran lassen würde, dann würde das Wasser schneller schlecht werden. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt hier auf meiner schlauen Anleitung, dass die Stiele nach circa 4 Tagen, dass man die Stiele ein bisschen kürzt und aber auch die Stiele dann nochmal frisch abspülen, weil das da ist ja auch von dem alten Wasser, sind ja die Fäulnisbakterien dran, frisch anschneiden und auch unten alles, was ins Wasser kommt, immer die Blätter unten abmachen. Ja, so kleine Tipps und Tricks. Und es gibt natürlich, das muss man aber wirklich auch sagen, es gibt Blumen, die halten natürlich irre lang. Und es gibt Blumen, die nicht so lang halten. Und ich favorisiere natürlich die Blumen, die lang halten, weil ich möchte eigentlich schon gern, dass meine Kunden ganz lang Freude an den Sträußen haben. Und deswegen, aber klar, Nelken zum Beispiel halten sehr, sehr lange. Dass der Tulpe nicht so lang hält wie eine Nelke, das ist auch klar. Aber Frühling, ein Frühlingsstrauß, ja, der bringt einfach Frische. Und Frühling will weiter, die Tulpen wachsen weiter. Und da ist es natürlich auch so, dann, dass die eben auch nicht so ewig halten. Sträuße binden ist immer in der Spirale. Die Spirale, die besagt, dass ich die Stiele immer in der Bindestelle in einer Richtung anlege. Ich drehe den Strauß in der Hand und lege immer, also drehen, anlegen, drehen, anlegen. Und wenn die Stiele kreuz und quer wären, zum einen quetschen sich die Stiele gegenseitig ab und zum anderen könnte ich später keinen Stiel mehr einfügen. Und man sieht hier schon, wie schön es ist, wenn hier so Zweige drin sind und was es für ein Leben gibt. Also es ist jetzt ein ganz simpler Strauß eigentlich und mit ein bisschen Heidelbeere und ein paar Zweigen ist es schon so dekorativ und eigentlich so ein toller farblicher Eyecatcher. Man braucht nicht immer so furchtbar viel Blumen, um eine tolle Wirkung zu entfalten. Und dann habe ich gedacht, wir fangen einfach mal so, wir haben zwar unsere Ostersachen, wir haben hier so viel geräumt im Laden. Wir haben geräumt und geräumt und aufgeräumt, ohne Ende. Ja, und es gibt auch schon das eine oder andere Video mit Ostersachen, aber es gibt dann auch Videos wie heute, wo ich euch einfach mal einen schönen Strauß zeige, wo man mit wenig Aufwand, mit geringen Mitteln, ja, mit ein paar Zweigen, also so ganz, ganz easy,
wo man wirklich nur so einen tollen Frühlingsstrauß gestalten kann. Das Schöne ist, wenn man Heidelbeere und diese Zweige hat, die Heidelbeere und die Zweige, die könnt ihr auch ganz locker für den nächsten Strauß wieder verwenden. Die halten sich ja und ich denke, dass die Zweige auch irgendwann mal ausschlagen werden. Ja, die haben jetzt natürlich noch gar kein Grün, weil draußen ist es, also heute ist es zwar mild, aber grundsätzlich haben wir ja eigentlich schon noch Winter, ne? Und ja, aber diese Zweige, also wenn der Strauß dann irgendwann mal, wenn den das Zeitliche segnet, dann kann man immer noch die Zweige und die Heidelbeere rausnehmen und kann die einfach in den nächsten Strauß machen. Und ich liebe es, wenn die Heidelbeere dann ausschlägt. Ich finde es göttlich. Da wachsen auch dann zum späteren Zeitpunkt tatsächlich kleine Heidelbeeren dran an den, ja, an diesem Heidelbeergrün. Also die werden zwar leider Gottes in der Wohnung nicht reif, aber es gibt so schöne kleine Heidelbeeren. Und ich muss den Strauß auch immer mal angucken, mal in der Hand drehen und mal schauen, welche Blumen habe und wo ich noch was etwas füllen muss. Und also drehen in der Hand ist ganz wichtig, um auch in den verschiedenen Seiten anzulegen. Und ich würde sagen, eigentlich, man geht ja auch weg davon, so viel Grün zu nehmen. Eigentlich habe ich schon einen ganz tollen, lebendigen, leichten Strauß. Ich nehme vielleicht noch einen Tick Heidelbeere auf einer Seite. Und dann würde ich sagen, so, der ist also mit dem Gummi hier zusammengemacht. Ja, der Gummi hängt noch in der Heidelbeere drin. So, und dann würde ich tatsächlich auch diesen Strauß schon so lassen. Und optional wäre es natürlich sehr schön, wenn der in der Glasvase steht, wenn der mit einem roten Bast abgefasst wird. Weil dann sieht man natürlich sehr schön die Bindestelle in Rot. Das wäre natürlich sehr dekorativ. Aber ansonsten ist der auch durch die Levkojen und durch diese schöne Länge ist der so elegant. Das macht ihn also richtig hübsch. Und da jetzt eine hübsche Glasvase. Und ich würde sagen, der Frühling kann kommen. Am besten ist es natürlich auch, den Strauß nachts kühl zu stellen. Weil Tulpen können bis 0 Grad auch tatsächlich rausgestellt werden. Nicht bei Frost, aber bis 0 Grad kann man die rausstellen. Und dann schließen die sich auch wieder ein bisschen nachts. Das ist natürlich sehr förderlich für die Haltbarkeit. Und also tatsächlich, ich kenne einige Leute, die das tun. Die Mühe lohnt sich. Und dann hat man ganz lange Blumenfreude. Ihr Lieben, das war jetzt mal also ein kleines, kurzes Video und mit ja wenige Blumensorten, mit den Tulpen, den Levkojen, den Alstromerien und als Grün einfach nur Zweige genommen, Birnbaumzweige, Heidelbeere und schon ist der Strauß fertig. Das war heute meine kleine Idee zum Thema Frühling, auf die Schnelle gemacht. Heidelbeere bekommst du beim Floristen. Und Zweige, geh einfach spazieren, geh in die Natur, such schöne Zweige und ich glaube, du wirst fündig werden. Und wahrscheinlich liegen auch ganz tolle Sachen noch irgendwo auf dem Boden. Aber da gibt's genug draußen und man muss einfach nur ein bisschen laufen. Ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und schicke euch ganz liebe Grüße. Tschüss. Und wenn wir noch beim Thema Straußpflege sind, dann muss ich doch noch mal kurz auf die Stiele zu sprechen kommen und darauf, wie man die anschneidet. Also die Tulpen, die bekommen wunderbar Wasser, indem man einfach einen ganz normalen Anschnitt grad macht. Aber da sind ja jetzt auch Levkojen drin und diese Inka-Lilien und die hätten gern einen schrägen Anschnitt. Also die Aufgabe ist natürlich jetzt die Tulpen, die unterschiedlichen Stiele zu sehen, aber man kann es eigentlich ganz gut erkennen, weil die Tulpenstiele sind ganz glatt. Ja, die Tulpenstiele sind ganz glatt und da sieht man auch, da reicht ein gerader Anschnitt und das ist jetzt ein Stiel von der Levkoje. Da sieht man so kleine Höcker, wo die Blätter dran waren. Ja, da sind ja die Blätter abgemacht und der braucht auf jeden Fall, hier sieht man auch, das habe ich auch gemacht, der braucht auf jeden Fall einen schrägen Anschnitt. Und auch die Alstromerie natürlich auch. Also das sind auch so die kleinen Details, wie man den Strauß perfekt anschneidet, dass der auch gut hält. Und die Levkoje,
Die haben auch einiges an Blättern. Das musste ich gleich nochmal als Nachtrag liefern. Das ist jetzt zum Beispiel eine Lefkoje, die wir geputzt haben. Und das ist eine, so wie wir sie bekommen, wenn sie geliefert wird. Das heißt, diese ganzen Blätter, die machen wir alle ab. Und das muss also alles weg, damit die Blüte genug Kraft hat und damit genügend Wasser durch die Leitungsbahn in der Blüte ankommt. Genau, das war jetzt noch so der kleine Zusatz, weil das ist mir irgendwie, nachdem ich die Kamera ausgemacht habe, ich gedacht, da war doch eigentlich noch was. Das sind so die kleinen Details, die immer wichtig sind. Und ich habe extra, als wir die angeschnitten haben, ich habe gesagt, ach, wir lassen mal an zwei Lefkojen, lassen wir die Blätter nochmal dran. Und ich wollte euch einfach mal den Unterschied zeigen. Und wenn man die jetzt so nehmen wird, samt Blättern in die Vase stellen, dann ist es was Ähnliches, was passieren wird wie bei meinen Lilien im Urlaub, dass die nämlich nicht so lang halten. Und deswegen, also ein paar wenige dran lassen, ja, aber den Rest, der muss auf jeden Fall ab. Also, kleiner Zusatz, macht's gut und pflegt eure Blumen und Pflanzen gut und dann habt ihr auch ganz lang Freude daran. Bye, bye!